Also für mich ist das wichtig, dass unsere neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht nur Handgriffe lernen, sondern dass sie sich auch in eine Klinikgemeinschaft einfinden. Ich bin als Praxisanleiterin hier im Robert-Bosch-Krankenhaus tätig und auch für den Intensivbereich Klinikschülerchen. Ich kümmere mich vorwiegend um die Einarbeitung neuer Mitarbeiter. Das heißt, ich organisiere Fortbildungen, Schulungen. Wir haben eine strukturierte Einarbeitung im Haus. Da sehe ich meine Herausforderungen, für die qualifizierte Patientensicherheit zu sorgen und auf andere Seite die neuen Mitarbeiter nicht zu überfordern. Ein achtsamer Umgang miteinander ist für mich die Basis sämtlicher Alltagshandlungen. Wie gehe ich mit neuen Mitarbeitern um? Wie verhalte ich mich im Team? Wie trete ich Patienten, Angehörige gegenüber auf? In der Arbeit mit neuen Mitarbeitern finde ich am schönsten, mein Wissen und meine Erfahrung zu teilen. Mein Name ist Ankica Lipovac, ich bin 45 Jahre alt und arbeite als Praxisanleiterin.